herzlich willkommen, meine lieben Gelossmusse, zu dieser neuen Dekon. Herzlich willkommen mal nicht aus unserer Halle in Dorsten, sondern aus der Autolackaffenhalle hier in Berlin. Ja, heute Dekon 2020, der Contest. Wir werden ja moderieren, yep. den ganzen Tag, werden also das filmtechnisch alles da begleiten. Wir haben jetzt kurz nach sechs, glaube ich. Ich bin gespannt, was gleich alles passiert. Ich freue mich schon so richtig. Ist was ganz anderes als letztes Jahr auf der großen Bühne. Jetzt sind wir ja in der großen Halle. Kleine Bühne. Ja, jetzt sind wir auf der kleinen Bühne. Aber ich bin ja eigentlich gemacht für die große Bühne, ne? Ja, du hast ja auch nur die großen Scheine heute mit. Ja. Lädst du mich nicht zum Essen ein? Ja. Wir werden euch heute, genau. Ich sag mal, ein bisschen mit hinter die Kulissen nehmen, zeigen euch ein bisschen was, quatschen vielleicht noch mit dem einen oder anderen, der hier vor Ort ist. Und ich würde sagen, bleibt gespannt, bleibt dran. Bleibt gespannt, bleibt dran. Perfekt. Bis später. Tschüss. Wir melden uns nochmal live von der Dekon. Marvin, machst du auch einen Livestream oder was? Ja, sicher mache ich Livestream. Ich bin drin, statt nur dabei. Was sagst du? Wie läuft das halt so? Gleich ist hier Autotausch. Das heißt, Auto geht von der Bühne, das Auto darf auf die Bühne. Dann ist quasi Halbzeit. Genau. Bisher läuft es ganz gut. Ja. Ne? Also gleich wird das Finish gefahren und wird gepotet und so. Ne? Beide Teams sind unterschiedlich weit. Also manche machen hier auch Influencer. Und andere wissen gar nicht, wo sie zuerst alles auf Hochglanz bringen sollen. Also naja, Teams, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Ja, wir gönnen euch noch mal ein paar Einblicke, würde ich sagen. Und Frau Börger, also Temperatur wird langsam wieder... Ja, du hast auch immer hier schon kleine Schweißflecken. Nee, das reden. Oh, bis gleich.
du? Ja, auch sehr. Vielen Dank. Aber jetzt geht's erst richtig los. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auf alles, was noch kommt. Wir uns auch. Die auf die Beine gestellt hat. Und mein letzter Dank von ganzem Herzen, ohne dich wäre ich bei Knut gewesen. Ich kann nicht in Worte fassen. Hast du das auch gesagt?